Gibt es dumme Fragen? Ja, definitiv gibt es sehr viele dumme Fragen, die auch sehr oft gestellt werden. Hattest du in den 80ern oder 90ern einen Oberlippenbart? Nein, ich hatte keinen Oberlippenbart. Ich denke auch nicht, dass mir das sehr gut gestanden hätte. Ich hoffe natürlich auch, dass es weiterhin so bleibt und ich oberlippenbartfrei bin. Durchsetzen oder anpassen? Durchsetzen. Was kannst du am allerbesten? Also ich halte mich für humorvoll, was immer schwierig ist, weil ich glaube, ich kann Leute auch nerven. Und ich glaube, ich habe ein gutes Gespür für Menschen, was die bewegt und kann die ganz gut lesen. Welches war dein schlechtestes Schulfach? Boah, so Physik, Mathe, Chemie, alle Dinge, die man auch einfach nicht verstehen kann. Also warum kommt Strom aus einer Steckdose? Wie soll ich das verstehen? Was ist das Schönste an deinem Job als Talentscout? Die vielen Gespräche mit den Jugendlichen. Was ist denn dein heimlicher Wunsch? Mein heimlicher Wunsch ist, im Lotto zu gewinnen. Spielst du denn überhaupt? Nö. Womit kann man dich so richtig auf die Palme bringen? Boah, mit so unsinnigen Arbeitsabläufen, die keinen Sinn machen und trotzdem irgendwie seit Jahren durchgezogen werden. Schalke oder Dortmund? Naja, Bochum, ne? Was ist das Schönste, was du bis jetzt hier seit deiner Zeit an der Hochschule erlebt hast? Am schönsten war ich eigentlich, als ich wusste, dass die Probezeit vorbei ist und dass ich jetzt halt 4,5 weitere Jahre hier bleiben werde. Und das fand ich großartig. Tag der Einstellung, solche Sachen. Ansonsten gab es jetzt eigentlich sehr, sehr viele Highlights. Und das wäre schwer, die jetzt, also dann Ranking zu machen oder die halt irgendwie gegeneinander aufzustellen. Nee, ich habe schon einen ziemlich coolen Job, finde ich. Schabrackentapire sind total coole Tiere, weil... Was für Tiere? Von welchem NRW-Talentscout würdest du gerne betreut werden? Von dir, Judith. Oh, Romine. Ja. Ich habe dich auch genannt. Weil du genau mein Gegenstück bist. Ich glaube, du würdest es schaffen, dass ich so ein bisschen aus mir herauskomme. Das wird mir gut tun. Hm? Ja, Emine, ich würde auch alles davon geben, dass das passiert. Aber das brauchst du gar nicht. Du bist ja perfekt so. Oh, dankeschön. Du auch. Dann. Ach, wir gehen gleich ein Eis essen. Ja. Okay.